Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei mir duftet heute in der Küche Blueberry Scone von Yankee Candle. Und oh, ihr wisst ja vielleicht, dass ich diesen Duft abgöttisch liebe. Der riecht so lecker nach süßen Blaubeeren und geschlagener Vanillesahne. Richtig lecker. Erinnert mich immer an das Pancake-Frühstück in New York damals. Also super, super, super lecker. Und ich vertreibe mir hier die Zeit in meiner Chaos-Küche. Schaut gut aus gerade, gell? Aber ich warte auf den Kühlschrank, ne? Der Kühlschrank soll zwischen 12 und 12:30 Uhr kommen. Ich bin jetzt seit 9 Uhr hier. Aber ich schnibbel gerade. Und zwar schnibbel ich mir hier diese, na, wo ist er denn? Diese Anti-Rutschmatten zurecht. Die für die Schubladen bekomme ich noch, aber ich habe jetzt auch welche gemacht für die ganzen normalen Schränke hier. Also hier sind schon überall Matten drin. Da drüben auch. Ich bin jetzt gerade dabei, mit den Hängeschränken anzufangen. Ich habe auch hier mein Sirupfach. Ja, das ist mein Sirupfach, was wir gerne mal in unseren Kaffee mit reinmischen. Da habe ich auch solche Matten reingelegt und ich muss sagen, seitdem klappert das auch nicht mehr so. Also richtig gut. Und es schont natürlich auch so ein bisschen die Küche, ne? Ja, und ich habe halt auch hier schon welche drin. Und eigentlich auch da oben, bloß hier liegen noch die zwei Rollen, weil da komme ich nicht dran, da brauche ich einen Hocker. Das ist auch das Einzige, was ich noch nicht ausgewischt habe, da oben drüber und die zwei Fächer, weil da komme ich nicht hin. Ja, und sonst warte ich halt, ne? Also ich meine, ich schneide jetzt noch weiter. Ich habe ja jetzt noch den Hängeschrank habe ich gleich. Von dem habe ich dann auch zwei und dann noch den großen und dann habe ich eigentlich alles ausgelegt soweit. Ja. Wird mir ein bisschen Folie übrig bleiben, glaube ich. Ich habe die bei Amazon bestellt. Das ist die gleiche, die es eigentlich auch bei Ikea gibt. Aber bei Amazon gab es so Viererpacks und das kam halt pro Rolle 40 Cent günstiger als bei Ikea. Darum habe ich es bestellt. Beziehungsweise ich habe es eigentlich nur deswegen bestellt, weil es am nächsten Tag geliefert werden sollte und ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal zu Ikea komme. Und ich möchte die Schränke eigentlich erst einräumen, egal ob provisorisch oder final, wenn diese Anti-Rutschmatten drin liegen. Na, also ich lege mal natürlich ein paar Topfhandschuhe oder so da rein, ganz klar. Aber jetzt so den Wok, den schweren oder so Platten oder was aus Glas, das möchte ich eigentlich nicht machen, weil das zerkratzt ja dann schon den Lack. Und man ist ja schon ein bisschen vorsichtig, gerade so am Anfang, ne, wenn alles so brandneu ist. Aber ich finde es natürlich schöner, wenn man nach, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren mal die Matten tauscht vielleicht, wenn überhaupt, als wenn dann die Schränke so abgemackt sind. Genau, deswegen mache ich das jetzt einmal. Da investieren wir jetzt noch mal ein paar Euro und dann ist das aber auch auf lange Sicht schön. Genau. Und jetzt ist es gerade, ich weiß gar nicht, ich müsste mal auf die Uhr gucken. Was haben wir denn jetzt gerade? 11:21 Uhr. Das heißt, die könnten jetzt so in 40 Minuten kommen oder erst in einer Stunde. Ich glaube, ich drehe euch die Küchentour doch erst am Wochenende. Morgen kann ich nicht. Morgen ist Freitag. Ich dachte, ich kann Freitag raus, aber Hannas Kita hat ja mal wieder einen Schließtag. Morgen haben sie momentan wirklich fast alle 2 Wochen. Das ist ein bisschen doof. So kenne ich das nicht, weil es war erst 8 Wochen Corona, dann kurz wieder Kita, dann, na gut, da, Corona kann keiner was für. Dann 3 Wochen Sommerferien und jetzt alle anderthalb, 2 Wochen einen Schließtag. Das ist schon ein bisschen unpraktisch gerade. Ich meine, ich bin zu Hause, da geht's noch. Wobei es jetzt zeitlich auch nicht so gut passt. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich arbeiten geht, alle 2 Wochen, das ist ein bisschen doof. Aber gut, es ist, wie es ist. Morgen bin ich mit Hani zu Hause. Und das heißt, ich werde erst am Wochenende wieder hier sein. Vielleicht machen wir dann unsere Küchentour, weil heute ist sie ein bisschen Kraut und Rüben. Und ich glaube auch nicht, dass ich das heute noch alles aufräume, weil wenn der Kühlschrank und die Waschmaschine dann da sind, dann werde ich auch loszischen und vielleicht noch was Kleines essen, bevor ich mit Hanna wieder draußen rumrenne. Deshalb glaube ich, Küchentour mache ich dann am Wochenende. Ja, weil je nachdem, wann die jetzt kommen, vor 1 bin ich nicht zu Hause. Vielleicht erst 1:30, wenn überhaupt. Dann noch irgendwas essen. Was ganz Kleines, was noch da ist, was nicht viel ist gerade, weil ich müsste einkaufen. Und dann hole ich Hanni schon ab. Deswegen, ich glaube, die Küchentour machen wir dann Samstag. Samstag oder Sonntag. Okay, ihr Lieben. Ich werde mal weiterschnibbeln, damit ich vielleicht noch die Schränke fertig kriege. Das wäre schön, wenn die Arbeit fertig wäre. Und dann, vielleicht zeige ich euch noch kurz, wenn der Kühlschrank da ist. Und dann melde ich mich am Wochenende wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind unterwegs bei Wind und Wetter. Gerade hat es doch schön genieselt, aber wir sind ja wetterfest angezogen und sind mit dem Roller unterwegs und haben Wasser gefunden. Klar, dass wir uns jetzt hier eine Weile aufhalten. Nicht den Ärmel nass machen, Schatzi, ne?
Bisschen ist okay, aber wenn alles nass wird, müssen wir gehen. Der Stein, den finden wir schon wieder. Total zerstört. Ich bin gerade voll in den Nieselring gekommen. Sie hat ja eine Kapuze. Ich natürlich nicht. Ich habe heute ausnahmsweise was ohne Kapuze an und heute hat es natürlich geregnet. Aber egal, was soll's. Hm? Mami, wieder in Gala? Ja, was machen wir heute? Ja, Kita hat ja Schließtag, wir sind unterwegs. Haben jetzt gedacht, wir gehen ein bisschen raus, ein bisschen rollern. Machen uns schön nass und dreckig, wie die Erdschweinchen. Gehen dann heim und später kommt der Papa, der hat dann noch ein bisschen Homeoffice heute, weil ich noch was zu erledigen habe. Und später will ich noch ein bisschen Geschirr ins Haus bringen. Jawohl. So der Plan für den heutigen useligen Freitag. Aber wir haben Spaß, gell? Je matschiger, desto schöner. Ja, ihr Lieben, ich denke, bis später. Hallo meine Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Das letzte Mal, ich weiß gar nicht, habe ich mich vom Spielplatz gemeldet oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich bin wieder im Haus. Ich war jetzt bei der Schwiegermutter und habe einiges an Zeugs geholt. Küchensachen. Alles Küche. Genau. Ja, was ist passiert? Wir haben keinen Kühlschrank. Was sagt uns das? Ja, die netten Herrschaften mit dem Kühlschrank sind leider nicht gekommen gestern. Sie sind zu einer falschen Adresse gefahren, die eigentlich ganz in der Nähe war. Es war nämlich so, dass wir das damals bestellen mussten mit einer Alternativadresse in der Nähe, weil das Neubaugebiet eben noch nicht bekannt war. Das wurde aber schon x-mal geändert und mein Mann hat ja am Tag vorher und sogar noch am Morgen mit denen geredet, sich die Adresse bestätigen lassen, alles. Und dann sind die zur falschen Adresse gefahren. Ich weiß nicht, ob sie ihn angerufen haben. Er hat keine Nummer gehabt, die er kannte. Er wäre aber auch nicht rangegangen, weil er mit seinem Wirtschaftsprüfer im Gespräch war. Also, und meine Nummer hatten sie nicht. Also es ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Aber auf jeden Fall war er ein bisschen sauer, als sie zu der falschen Adresse gefahren sind und dann einfach wieder weg waren. Und als sich dann mal jemand gerührt hat oder als er jemanden erreicht hat, waren sie schon zu weit weg. Da konnten sie nicht mehr kommen. Ja, und dann haben sie gemauschelt und gemacht. Und mein Mann hat natürlich gesagt, das war jetzt ihr Fehler. Wir haben die Adresse so oft abgeglichen. Sie kommen jetzt vor dem 30.10. So lange warten wir jetzt nicht. Jetzt kommen sie Montag. Montag wollte er frei nehmen. Ob es klappt, mal schauen. Mein Vater wollte auch da sein. Also Montag soll es ja auch mit den Handwerkern hier weitergehen. Also sollten wir eigentlich alle da sein. Also ich hoffe, jetzt kommt der Kühlschrank und die Waschmaschine kommen jetzt beide. Beide hoffentlich am Montag. Aber gut, der Tag war trotzdem nicht verschwendet, weil ich habe ja alle Schubladen jetzt, nicht alle Schubladen, sondern alle normalen Schrankfächer ausgelegt mit den Matten. Und für alle Schubladen bekomme ich jetzt noch die Einlagen. Das war nämlich auch eine Sondergeschichte, weil unser Küchenberater hat ja gemeint, die Einlagen für die Schubladen, diese Anti-Rutschmatten, wären immer dabei. Die wären immer dabei. Ja, das ist aber mit das Einzige, was wir nur telefonisch geklärt haben. Wir haben eigentlich alles per E-Mail und das haben wir nur telefonisch. Und, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, unser zweiter Küchenberater hat dann auch die Firma verlassen und der von meinen Eltern auch. Also die haben gerade irgendwie eine hohe Fluktuation. Ja, und jetzt meinte der noch da ist, nee, das ist im Standard nicht mit drin. Das hätte ihr Berater noch machen können, aber der war ja dann weg. Der hat das nicht gemacht. So, könnten sie aber kaufen. Da habe ich mich natürlich zu Hause quergestellt. Da habe ich gesagt, nee, also erstens kenne ich das so nicht. Bei meinen Eltern hat der Berater auch gesagt, dass das im Standard mit drin ist. Und die haben es auch mit drin. Die haben auch den zweiten Besteckkasten mit drin und haben den nicht selber hinzugefügt. Meine Mutter hat einfach nur gedacht, sie meinte, er wäre dabei. Aber sie hat ihn nicht extra geordert. Ja, und das habe ich gesagt, das sehe ich jetzt nicht ein. Es kann doch jetzt nicht sein, entweder es ist jetzt mit drin oder nicht. Und unser Berater hat gesagt, das ist mit drin. Und nur weil jetzt unser Berater weg ist, das sehe ich nicht ein. Ja, hat mein Mann angerufen, noch ein bisschen rumdiskutiert und jetzt kriegen wir das Ganze noch. Wir bekommen jetzt den zweiten Besteckkasten für all unsere Schubladen, die Einlagen und ich bekomme auch Einlagen für mein Rondell hier. Weil das wären jetzt nochmal 240 Euro oder so gewesen, weil die nehmen ja für so eine Schubladenmatte online, was ich online gesehen habe. 11 Euro und für die großen Schubladen 14 Euro, fürs Rondell glaube ich sogar 40. Ja, und der Besteckkasten waren, glaube ich, 12 Euro. Hätte sich aber summiert, weil wir haben ja ziemlich viele Schubladen. Ich habe ja, ich zähle, 1, 2, 3, 6 90er Schubladen, dann 3, 4, 5, da habe ich 5 60er Schubladen und hier im Vorratsschrank habe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe also 10 60er Schubladen quasi und 6 90er Schubladen. Das hätte sich schon nochmal summiert. Aber jetzt bekomme ich es ja. Es dauert nur ein kleines bisschen. Aber das macht nichts. Ich lege halt irgendwas anderes drunter.
Und dann bekomme ich es noch. Da freue ich mich, weil ich weiß gar nicht, was es gekostet hätte. Aber es wären auf jeden Fall 240 oder sogar 260, 270 Euro nochmal gewesen. Deswegen hätte man machen können, aber sollte im Standard mit dabei sein, hat er gesagt. Deswegen kriegen wir noch. Finde ich gut. Ja, genau. Jetzt stehen hier Klamotten von den Kindern rum. Und ja, und Küche. Mein Mann ist ja jetzt zu Hause und ich werde jetzt auspacken. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen spülen. Denn unsere Spülmaschine kommt, aktueller Stand, 22. Oktober. Das geht noch, aber jetzt habe ich halt gerade Zeit und kann nicht so viel anderes machen am Wochenende. Deswegen werde ich wahrscheinlich einfach das Geschirr jetzt spülen. Was soll's. Und ich möchte heute aber schon auspacken, damit ich einiges an Kartonmüll loswerden kann. Aktuell sind die Kartoncontainer nämlich ziemlich leer. Also die Papiercontainer sind geleert worden. Und ich will das jetzt alles klein häckseln. Dann werde ich das nämlich schon los. Dann würde ich sagen, ich fange jetzt wenigstens schon mal an mit Auspacken, ihr Lieben. Und morgen werde ich dann wahrscheinlich spülen. Ach ja, das habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt. Es sind jetzt ein paar mehr Duftkerzen schon hier, weil ich muss die ja auch alle transportieren erstmal. Und seht ihr das? Da hinten am Fenster, könnte man eigentlich so lassen. Ne? Mein Mann hat gerade gesagt, du belastest also unsere Fensterbank schon mit maximaler Kapazität, aber erstens müsste sie es halten und zweitens, ich habe es ja hier hingestellt, wo Mauer ist, also nicht hier vorne drauf. Ne? Ich habe sie lieber mal ganz an den Rand gestellt, aber ich habe jetzt schon einiges an Auswahl hier. Und jetzt überlege ich, was zünde ich denn jetzt an? Worauf habe ich Lust? Ich habe Lust auf, schwierige Wahl, sehr, sehr schwierige Wahl gerade. Habe ich Lust auf, ich kann mich gerade nicht entscheiden, Leute, Hilfe, Vanille möchte ich jetzt gerade nicht. Wintergarten vielleicht, was Frisches. Ich entscheide mich ganz klassisch für Harvest. Das ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Yankee Candle. Der ist so schön. Der riecht nach... Ja, es ist total schwer zu beschreiben. Der riecht nach Kürbis, aber auch ein bisschen nach Vanille. Der riecht nach Zimt, aber auch nach braunem Zucker. Und mit so einer Spur von Laub drin und auch Heu. Und wie ich finde, auch so ein Ticken Honig. Also das ist einfach der absolut perfekte Herbstduft, wie ich finde. Genau. Und hier habe ich auch schon was. Da habe ich gestern noch einiges mitgeschleppt, ein Kinderschneidebrett. Ob ich die noch brauche, weiß ich nicht, aber ich, vielleicht für die Kinder, mal gucken. Dann unsere Kinderkochbücher hier mit der Maus. Das sind ganz süße Sachen für Kinder drin. Und meine zwei Servierplatten hier von Leonardo. Hallo meine Lieben, an diesem wunderschönen Samstag. Ja, ich werkel im Haus. Allerdings habe ich nicht alles geschafft, was ich wollte. Ich bin ein bisschen aufgehalten worden von einem IKEA-Schrank. Aber ich habe in der Küche weitergemacht. Ihr seht, die Kisten, die da standen, sind weg. Ja, Küche sieht aus wie vollgestellt irgendwie. Noch nichts fertig, aber Kochbuchhalter und mein Thomas Kinkade-Kochbuch, ne? Steht schon da. Ja, und ansonsten wollte ich ein paar Schränke aufbauen, beziehungsweise auf jeden Fall einen Schrank. Und jetzt habe ich auch wirklich nur diesen einen Schrank gemacht, weil ich keinen Platz habe für die anderen. Gerade ist ein bisschen ungünstig, der hat mich jetzt aufgehalten. Das ist nämlich der, den wir schon mal umgetauscht haben bei IKEA, der hat schon wieder eine Macke. Hier steht das blöde Teil, ne? Ich habe es soweit aufgebaut, alles gut. Aber hier ist das Kopfteil und das Kopfteil... Wie zeige ich euch das jetzt mal? Moment. Das Kopfteil hat da nämlich eine Macke. Seht ihr das? Der ist nicht super groß, aber der ist genau an einer Stelle, wo ich es nicht kaschieren kann. Und das sieht einfach nur blöd aus. Das ärgert mich gerade. Deswegen wird mein Mann wahrscheinlich heute Abend dieses Teilchen hier umtauschen. Ja, deswegen steht hier nur das nackte Gerüst. Ich habe aber gedacht, ich baue wenigstens noch die Schubladen auf. Wie ihr seht, bin ich hier gerade noch voll dabei. Drei habe ich schon. Die habe ich schon da drüben gelagert. Und ich werde das jetzt noch machen und dann werde ich mich aufmachen, noch schnell was bei Rewe holen und dann fahre ich auch nach Hause, weil es ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, 16 Uhr, glaube ich. Ah, dieser verfluchte Schrank. Sonst gibt es gar nicht viel zu zeigen, außer unseren Saustall hier im Bad. Hier wird nämlich gerade das mit den Platten gemacht. Die sind schon verspachtelt, noch nicht ganz final. Muss noch ein bisschen was gemacht werden, da ist noch nicht ordentlich. Ja, aber es geht voran, es geht voran.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute geht's weiter in Sachen Hausbau und Umzug. Und ich baue jetzt mal diesen Schrank hier ab. Ich dachte erst, ich tue den vielleicht ins Kinderzimmer, aber der ist schon so zermackt und zerkratzt überall. Ich weiß nicht, ich glaube, das mache ich nicht. Vor allem, der passt perfekt in den Dachboden. Deswegen zerlege ich das Teil jetzt und nehme es mit. Ohne. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind fleißig im Haus am werkeln. Ich habe mich die letzten Tage bei euch gar nicht gemeldet. Ganz schlimm. Und auch die ersten Tage der Woche. Ich war zwar hier und habe immer gewerkelt und mal war auch mein Mann da, mein Vater. Aber irgendwie, es war alles immer so eilig. Wir mussten uns immer beeilen, dann wegzukommen, woanders hinzukommen, fertig machen, hinstellen, zur nächsten Baustelle huschen, dass ich einfach die Kamera nicht rausgeholt habe, nur für so ein paar Sequenzen. Aber ich werde es heute oder morgen nachholen. Mal sehen, entweder heute oder morgen. Gehen wir mal durchs Haus und gucken, was sich so verändert hat. Ich sitze gerade in meiner Ankleide. Da steht auch schon was. Ein bisschen was haben wir heute auch schon aufgebaut und ich baue jetzt den letzten Schrank, auf den ich da habe. Wir werden heute Abend zu Ikea fahren. Ich brauche noch einen Malmschrank, so eine kleine Kommode fürs Kinderzimmer. Und das Innenleben für die Schränke wollen wir holen. Dann wollen wir noch wahrscheinlich einen zurückgeben, den ich jetzt doch nicht aufbaue. Und ich muss was umtauschen, einen Griff von diesen Schränken. Mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Immer wenn ich die Schraube anziehen will, dann knackt es und der bricht. Also ich habe richtig geschraubt, aber den werde ich wohl umtauschen müssen. Da muss irgendeine Bruchstelle drin sein. Genau, ihr Lieben. Und jetzt gucken wir mal. So sieht es aktuell hier aus. Ich habe jetzt nämlich zwei von den Packschränken hingestellt. Wollte ich ja hier drin haben. Aber hinter der Tür werde ich jetzt keinen hinmachen. Das passt nämlich nicht hundertprozentig. Liegt daran, dass die Türrahmen ein bisschen breiter sind als gedacht. Mein Mann hätte den zwar hier reinbauen können, aber es wäre jetzt ein ziemlicher Akt gewesen und ich finde, es muss eigentlich gar nicht sein. Mir reicht es schon, wenn ich hier eine Stange bekomme und einfach, das wird er mir hier reinbauen, weil mehr wollte ich sowieso in der Ecke nicht haben. Bloß die Leisten müssen da noch hin. Ups, schon wieder. Hallo. Hier drin ist einfach noch zu dunkel für die Kamera. Ich habe nämlich meine Spots noch nicht drin. Genau, also habe ich die Schränke hier. Jetzt werde ich mir heute allerdings hier noch so ein Anbauelement holen, so ein 50er mit Fächern, damit ich um die Ecke komme. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Und hier habe ich dann diese Schränke. Das soll mir auch erstmal reichen. Und jetzt baue ich gerade den letzten auf. Also hier kommt nochmal so einer hin und da bin ich gerade dabei. Und das Wichtigste, wenn man aufbauen will, erstmal Teile checken, ne, ob alles da ist. Am besten auch mittlerweile, muss ich sagen, ob irgendwelche Macken drin sind. Weil jetzt ist es mir echt neulich passiert, dass ich bis zum Ende gebaut habe und dann war eine Macke drin. Das Gute bei Ikea ist aber auch, dass die einzelne Teile austauschen. Nicht nur das Gesamtpaket, sondern auch Einzelteile. Und ganz wichtig finde ich persönlich, dass man sich immer erst seine Schrauben auseinandersortiert. Wobei bei den Schränken brauche ich das fast schon gar nicht mehr. Die kann ich mittlerweile echt im Schlaf. Aber das finde ich immer ganz gut. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich mache mich ran, damit ich den jetzt noch fertig kriege.